Hallo, da sind wir wieder. Pippi und Gitte. Im Dunstwasserschlund. Im Flüsterwald ist er. Und hier sind die üblichen Schirmpilze, oder was immer das ist. Schimmerpilze oder. Naja. Eben wunderschön leuchtende Pilze. Man könnte sie auch Leuchtpilze nennen. Das kann man hier nur hoffen, dass hier nicht irgendwelche unangenehmen, unfreundlichen Leuchtsteine sind. Ja, bis jetzt hat man nur unfreundliche Arps. Ja. Wie den hier. Die sehr viel Ähnlichkeit mit den Fallmann aus Skyrim haben. Geht's hier irgendwo weiter? Ja, gucken wir doch mal auf die Karte. Ach, da kommen wir ja her. Hm. Nee, das haben wir alles. Da müssen wir hier rechts rum. Da ist noch eine kleine Nase. Genau. Und da geht's auch worum. Okay. Ja, die Arps sind hier gar nicht so leicht zu entdecken. Die passen hier so richtig rein in diese Landschaft. So, das war... Ah ja. Hm. Das müsste das hier sein. Hm. Sollen wir da ein bisschen aufpassen? Hm? Das Wasser, irgendwo fließt da Wasser, oder? Ja. Das klingt so. Ja, aha. Ein Wasserfall. Hm. Sieht wirklich schön aus. Ja. Gleich mehrere Wasserfälle. Ja. Oh. Ist hier ein Wasserfall? Nö. Hier geht's weiter. Oh. Und hier geht's bergab. Tja, das war's. Von nun an ging's nur noch bergab. Oh. Ich laufe rückwärts. Au. Ja, also tot bist du nicht, aber du siehst nicht mehr so gesund aus. Und irgendwie bist du jetzt wieder da, das wo du schon mal... jetzt gemeint. Du bist da, wo du schon mal warst. Ja, jetzt sind wir wieder gleich in der Bad Nähe genommen. Vom Eingang. Ich will an der Stelle mal was essen, bevor dich noch irgendjemand überfällt. Schon wieder? Mann, ich werde noch dick. Ja, das wirst du. Und immer noch lieber dick als ein Gerippe, dass hier irgendwo liegen bleibt. Guck mal. Mondstein. Schön, dass wir hier wieder gelandet sind. Hätten wir doch ganz und gar nicht gesehen. Na, und dabei waren wir schon mal hier. Ja, eben. Ja, ich werde wohl irgendwann mal wieder was in Handwerk investieren müssen. Mhm. Warum? Oder wie kommst du da drauf? Naja, für bessere Sachen. Ach so. Braucht man auch mehr Handwerksfertigkeiten. Kann man auch Sachen, die man schon gefunden hat, also die man gefunden hat, und nicht selbst gebaut hat, kann man die auch verbessern? Bis jetzt nur, wenn sie nicht magisch sind. Ah, ja. Magische kann man bis jetzt wohl noch nicht verbessern. Gut, also schade, ich würde aber okay. Vorschlagen. Was futtern hast du gesagt? Genau, dass du was isst. Na gut, was futtern mal denn? Reispange kannst du dir auch gleich nehmen. Pferdeflöte? Nicht gut. Nee. Käsestück? Meiner Pilz auch nicht. Oh. So eine Kleinigkeit ist nicht verkehrt. Na, dann sehen wir mal, dass wir auf unserem Weg mal ein bisschen weiterkommen. Aha. Bis jetzt sind wir ja nur auf Abwegen. Ja, ich habe viel fast aus dem Augen verloren. Aha. Aha. Ich meine, irgendwo hat der Flüsterwald ja auch irgendwas. Bizarr. Klappert hier. Schönes. So, wir sind hier und wir müssen, eigentlich dahin. Sag mal, wir sind da völlig in der falschen Richtung unterwegs. Hatte ich auch schon fast vermutet, dass du da wieder zurückgelaufen bist. Als du dieses, nach diesem Ding hier, nach diesem
Heiligtum oder was immer das ist, oder Tempel oder so. Na. Aber hier waren wir ja schon. Hier aber da war noch nicht in dem, in diesem Schlund vorher, also waren wir ja vorher noch nicht drin. Nee. Da fand ich es gar nicht so schlimm, dass du ein bisschen wieder zurückgelaufen bist irgendwie. Ich meine, wir waren da nicht dran vorbeigelaufen, aber wir hatten ja auch einen anderen Auftrag. Boah, du kannst ja laufen. Ja, genau. Was denn? Nur deine Ausdauer. Aber ich habe schon deutlich gekreucht. Mehr Ausdauer. Ja, jetzt kann man mal richtig sehen, wie es aussieht eigentlich. Und es sieht aus wie so ein komischer Rambock. Ja? Ist ja auch wohl einer. Wir müssen da lang. Scherkappe. Wer weiß, wozu es gut ist. Ist ja noch eine Höhle. Ach, richtig. Eine Höhle jagt die nächste und hier ist die Wassermühle und alles. Was war das? Weiß ich nicht. Wer? Wo? Mein Bildschirm ist mal wieder schwarz gewesen. Da schießt jemand auf dich oder es... Schießt wohl jemand, ne? Na, ich fürchte, das hilft mir jetzt nicht mehr viel. Nee. Kommt langsam hier rüber. Trinken, ja, Bogen. Das nicht mehr. Skelett mit Bogen, die können meist gut schießen. Naja. Die müssen sich wahrscheinlich immer nur auf den Schuss konzentrieren. Auf nichts anderes. Oh, guck mal. Und? Ich glaube, das ist eine tote Ziege oder so. Ah ja, immerhin. Oh ja, bisschen Knochenmehl und alte Runenpfeile. So, was meintest du? Na, das haben wir ja schon gesehen und sagten, das müssen wir uns mal angucken. Wassermühle, was der alles ist. Bleibst du stehen? In dem Moment, wo ich schieße, fängt der an zu laufen. Na klar. Auf jeden Fall ist es besser, wenn man läuft, wenn man geschossen wird. In ja, Bewegung und zwar bleiben. Seitlich. Ja. Ja. Wahrscheinlich einer von diesen haben komischen. Die doch glatt die Ziege Skelett ist erschossen. Die Ziege erschossen, ja genau. Dabei haben sie nicht mal Hunger. Können sie jedenfalls nicht haben. Auf jeden Fall können sie das nicht verdauen. Wisst ihr nicht wie. Was hier oben reinstecken, kommt da genauso wieder raus. Ja, hier sollte man doch besser wieder im Schleichgang gehen. Würzgras. Kann man damit irgendwas würzen? Tja. Kann man das zum Kochen benutzen oder ist es eine Zutat für Alchemie? Ist eine Zutat. Ist nicht für den Normalfall. Nebelsteinbrücke. Sehr. Aha. Ja, es sieht auch ein bisschen neblig aus hier, oder? Ja, die ganze Gegend ist ein bisschen neblig. Sogar in der Höhle war es ja so neblig. Trüb. Naja, der Ort, den wir eigentlich aufsuchen wollen, ist ja Nebelheim. So heißt das, nicht? Das sagt ja schon mal alles im Grunde genommen. Sag mal, du, das ist komisch. Ja, jetzt wird es wieder komisch. Sind das Nette oder sind das Böse? Ja, ich weiß es nicht. Nee, das sind keine Netten. Das sind Vagabunden. Mann, du hast ihn nicht getroffen. Nein! Nein! Tja. Ihr hättet uns nicht unbedingt hier angreifen müssen. Nö. Meiner. Und der Rest ist, wie üblich, Schrott. Ist das so ein Nebel auf der Brücke hier? Oder sind da irgendwelche nebligen Gestalten? Sieht ja komisch aus so. Das also, sind so Irrlichter oder sowas. Ja, ich würde erstmal diesen Typen hier ausnehmen und dann würde ich auf jeden Fall speichern.
an deiner Stelle. Ja. Und da ist eine Leiche. Oh, was ist das hier? Ja. Tja. Es waren ja wohl die... Es waren möglicherweise die Vagabunden. Oder aber es waren Opfer von irgendwelchen... Na, wahrscheinlich die beiden, die uns da entgegengekommen sind. Das ist möglich. Oh, ein Bauplan. Ein pyrrhischer Helm. Oh ja. Ist es eigentlich leicht oder schwer? Es ist schwerer, ne? Pyrrhisch ist schwer. Ja. Oh, gut. So, können wir alles brauchen. Ja. Danke. Die sind ja doof. Haben den umgebracht und nicht mal was mitgenommen. Na, dann kamst du vielleicht. Oh. Da ist ja schon sowas Totes, ne? Oder war es auch ein Opfer von dem Vagabund? Was ist das denn? Meinst du das da vorne oder hier irgendwo? Nein, da vorne. Was anderes sehe ich hier gerade nicht. Nur auf dem Weg. Da auf dem Weg, ja. Das ist ein Tier, ne? Ja. Ein Hund? Oder was? Sieht aus wie ein... Nee, ist wild. Hirsch. Naja, immerhin. Ich habe gerade gelesen, Wildpilz. Nein, es ist ein Wildpilz. Und wie sollen wir die denn treffen? Tja, ich weiß nicht. Schnellfeuer. Ha! Das war ein Spitzenschuss. Mächtiges Irrlicht. Aha. Mann, geh doch weg da. Kann man nicht sehen, wie der steht. Kritisches Gehst Treffer. Du da ich weg? So. Das ist meinerseits, was die dabei haben. Ja. Nochmal Mannersalz. Mhm. Ah. Hm. Wir kommen völlig von der Richtung ab. Ich glaube, ich sehe hier keinen Weg, der da irgendwo hinführen wird. Ich meine, hier über Stock und über Stein kannst du dir gerne deine Beine brechen, wenn du meinst. Nee. Nee. Manchmal musst du halt auch Umwege geben. Und mein Gott, das habe ich schon so oft gesagt. Ich sag's nicht mehr. Moment, wir gucken mal. Geh erstmal über die Brücke und guck, wo du da hinkommst. Hier, das ist durchaus nicht möglich, dass du hier... Ich bin ja völlig vom Weg abgekommen. Was denn? Das ging aber nicht anders. Ich habe nichts anderes gesehen. Guck mal, hier sieht's aus, als ginge hier ein Tal runter. Vielleicht ist aber eine Brücke, über die gehen musst. Dann musst du vielleicht dann... dort drüber gehen, auf die andere Seite. Guck doch mal. Na, wenn ich hier hochgehe, komme ich da nie hin. Da komme ich zum... Na, das stimmt auch wieder. Zum Miradenturm Schneefels-Taverne. Ja, ich glaube, ich muss da erst mal wieder zurück. Da warst du schon mal. Du warst da, als du die Vogeleier geholt hast, oder was? Bei Miradenturm. Ich kann mich nämlich nicht erinnern, dass ich da jemals gewesen wäre. Mit Nee, ich war da und habe die Vogeleier gesammelt. Aber mehr habe ich nicht gemacht. Ich war nicht in der Taverne drin. Die Vogeleier waren alle rund um den Miradenturm. Ja. Ja, hier vielleicht. Ach nee, da kommen wir ja her. Tja. Ich denke mir aber, dass du da wahrscheinlich gar nicht so hinkommst. Wahrscheinlich musst du da einen riesen Umweg machen. Gar nicht so aus. Du musst ja wahrscheinlich einen riesen Umweg nehmen. Käme. Du kommst da schon hin, aber nur. Ich glaube, das ist überhaupt die größte Kunst, dass du da hinkommst. Oder willst du jetzt den ganzen Weg wieder zurücklaufen? Die Wassermühle haben wir ja auch noch nicht gesehen. Wo ist die denn? Guck mal, mit Purzelbäumen geht's viel schneller vor. Oder oben ist ein Baum, der schwebt in der Luft. Ja. Mal sehen. Aber das sieht ganz schlecht aus. Bevor du hier runterstürzt, solltest du dann abspeichern. Ja. Da oben sieht es aus, als ob da ein Weg geht. Da geht doch ein Weg runter. Ja. Da geht ein Weg runter. Ja. Den müssen wir finden. Mhm. Musst du aber weit zurückgehen. Ich rolle rück. Ja, sag ich schon. Mit Rollen kommt man ganz schön schnell vorwärts. Ja, ist erstaunlich, ja? Hier kann man den Weg jetzt gar nicht richtig sehen, oder? Nur andeutet. Nee. Das ist so nebelig hier, verdammt.
Guck mal, ist das da hinten? Das sieht doch ganz danach aus. Symbol. Mann, wie soll man da denn hinkommen? Das müssen wir uns holen, dann musst du runterglitschen. Hier geht der Weg runter. Naja, siehst du, dann gehen wir zu dem Symbol. Nichts darf uns aufhalten. Nein. Ach, du wolltest die Pilze holen. Ja. Ich dachte, du wolltest auf den Weg. Ja, ich will ja auch auf den Weg. Aber? Ich suche ihn doch. Ich dachte, wir wären schon gewesen. Wir wären schon da gewesen, wo der Weg ist. Ich habe keinen gesehen. Guck mal da unten, was ist das denn? Da ist doch ein Weg. Nee, bist du da oben? Doch, ach nee, das ist ja weiter oben. Das ist oben. Der Weg, auf dem wir gekommen sind. Hier. Ja, wir gehen jetzt da hoch dann. Wir müssen okay. noch weiter zurück. Ja, du musst noch weiter zurück. Da irgendwo aber dann müsst ihr jetzt gleich kommen ab. Eigentlich. Dürft ihr mal so weit weg sein? Ja, jetzt dürft ihr nicht mehr allzu weit weg sein. Genau gucken, wo der weggeht. Na los. Ja, manchmal sind die Wege ja, gar hier, nicht so leicht zu sehen. Da ist er, da ist er, wir haben ihn. Ach, und endlich mal wieder eine Höhle. Und endlich gleich da unten ein Symbol holen. Wenn du wieder da runter glitscht, kommst du wahrscheinlich nie wieder hoch. Kannst du nur noch ganz nach unten glitschen. Ja. Das ja, wenn doch ich hier noch irgendwo. Wüsste, wo das war. Das war irgendwo hier. Nebelheimer Kanalisationsausgang. Aha. Müssen wir da durch die Kanalisation hinein? In dieses... Speicher. Wo war dieses Symbol? Na, hier ist es jedenfalls... Ich war, glaube ich, gar nicht so weit weg von dieser Fahne. Da ist es. Genau. Ja. Na, sag bloß, ich komme jetzt nicht mehr hoch. Das wäre aber. Doch, du kommst schon hoch, du musst dir einen kleinen Umweg nehmen. Ja. Ja, oh. Na, dann gehen wir mal weiter. Ja. Oh, ein Ab. Ab sind hier. Ja. Ist natürlich alles immer ein bisschen schwieriger, wenn die einsehen. Ja. Der ist hin. Oder willst du jetzt Kalia spielen? Guck mal, da kann man ganz bequem hin zu diesem Boot. Ja, da hätte ich mir die Klettertour eigentlich sparen können. Ja. Und dann können wir hier durchgehen. Okay, vielleicht. Und hier ist aber die Kanalisation. Naja, so bequem kommen wir da auch wieder nicht hin. Würde ich mal speichern. An deiner Stelle erstmal speichern. Ja, ja, klar. Und dann gucken, wie man da hochkommt. Aber das sieht aber... hast du Enterhaken und Seil dabei? Ja, wir spielen doch nicht... Da kann man ja so viel von oben runterspringen, oder wie? Nein, von der anderen Seite kommt man vielleicht hoch. Was schwebt da in der Luft? Das ist ein Tier, ein Hirsch, würde ich sagen. Hirsch. Nö, nur Blätter. Und das in der Luft, das ist nur ein Blatt. Hä? Wie soll ich da hochkommen? Es gibt immer einen Weg. Außer es gibt keinen. Ich schätze mal, es gibt schon einen. Aber sie wollen es dir nicht leicht machen. Nee, das sehe ich auch. Also ich würde sagen, wir behalten das mal im Kopf, dass das Ding hier ist. Keine Möglichkeit. Ja, wir behalten das einfach mal im Kopf. Ja. Und dann... Gehen wir mal in die Kanalisation. Gehen wir mal rein in das Ding hier, genau. Von wem? Man kommt da ganz bequem hin. Ja, der sitzt ja immer noch hier. Da werden wahrscheinlich noch einige Arps drin sein. Das... würde mich nicht mal wundern.
klingt das irgendwie... Ich habe was gehört, genau. Aber... Ich habe auch was gehört. Ja. Ich hab's gesagt. Ich hab's mir noch gedacht. Das war doch... Oh, kommt er auf der anderen Seite rum? Wo kommt er jetzt rum? Da ist er. Ja, dachte mir doch. Oh, der sieht ja schlimm aus. Oh Mann. Da habe ich ja wieder... Oh, was war das für eine? Seele verschwendet. Was war das denn für eine? Guck mal, was da für komische Dinger steht da unten. Der heißt einfach nur Ab. Was er trägt. Oh, die haben drei Totenschädel. Ja. Solltest du dir mal was essen? Vielleicht ist mehr tot, aber... Ich habe doch nicht so viel, dass ich hier alles verschwenden könnte. Die Fahne. Die da so flattert und da eben den Schatten, der Schatten, der sich bewegt. Da läuft einer. Ich weiß, einer da ist einer, der und läuft einer. Ja. Die Frage ist, wo? Da ist er. Er kommt die Treppe, hier die Treppe runter. Ist er dahin? Ganz gut. Ach so, du hast deinen Punkt ja noch gar nicht vergeben. Du hast doch letztens auch noch einen. Nee. Ach so. Ja, schon klar. Da ist aber noch einer. Ja. Da ist er, da oben. Hat ihn. Also das hast du eigentlich zwei Punkte zu vergeben, ne? Zwei Erfahrungspunkte. Ich glaube, wir haben sogar schon drei. Mal gucken. Ja. Wir gehen mal meditieren. Ja. Wird langsam Zeit. Es wird Zeit, genau. Ja. Bücher hatte ich ja schon letztens gekauft. Mhm. Gegessen. So, das war die Rolle. Ja. Leise Füße wollte ich haben. Ja, genau, den wollte ich ja auf jeden Fall haben. Egal ob laufen, gehen oder überhaupt bewegen. Mhm. Kein Einfluss mehr. Ja, wir ja, du hast drei Stück. Genau, du hast noch zwei Stück übrig. Blutrausch, was ist denn das überhaupt? Oh. Absorbiert 50% der gegnerischen Ausdauer. Das ist gar nicht schlecht. Verführer. Aber ist auch nicht schlecht. Aber ist Luxus. Was ist ein Geisterlauf? Ach nee. Nee. Hinter den Gegner teleportieren. Nee, ist nicht deine Art, ne? Krieger der Schatten, was ist das denn? Und was ist das? Oh, das ist sehr gut. Darauf musst du Schleichangriff, 50% mehr Schaden. Du kannst sogar gegen ausgerüstete Gegenstände stehlen. Ist auch nicht schlecht. Mhm. Also du musst ja nicht über Geisterlauf gehen. Du kannst, ist das Geisterlauf? Du kannst ja den nehmen, Verführer zum Beispiel. Du musst ja nicht alle drei nehmen. Was war das nochmal? Ach so, ja. Ja, das wolltest du ja nicht machen. Ja. Du kannst ja irgendeinen von den Taschen nicht auch nicht vielleicht. Da würde ich eher lieber den anderen nehmen mit der Rhetorik. Okay, hier müssen wir auf jeden Fall durch. Ja. Mit dem wollten wir ja sowieso. Den wollten wir ja. Und dann haben wir noch einen. Und den nehmen wir da. Dann nehmen wir den hier. Genau. So, schon haben wir nichts mehr. Genau. Ja, ich glaube, es war ganz gut investiert. Okay. Mhm. Dann wieder zurück. Ja. In die hübsche, so wohlriechende Kanalisation. Ja, irgendwie sieht die nicht so schlimm aus, wie ich dachte. Du. Na ja. Muss hier nicht so bleiben. Ja. Natürlich muss das nicht so bleiben. Ach, vielleicht sollte ich mal wieder... Waffe und du kannst schleichen. Auch mal hast du schon gespeichert, nachdem du deine Punkte vergeben hast? Nee. Nein, gut. Nur unmittelbar davor. Aha. Ach, ich dachte, wir kommen hier wieder auf den Hof. Kommen wir auch. Aber es geht hier auch weiter. Hier geht's hoch. Wir gucken uns erstmal hier auf dem Hof um.
Eine Säge. Eine Säge. Hast du was zum Sägen? Ja. Och, mit alten Hunderpfeilen werden wir ja regelrecht überschüttet in Kommst letzter Zeit. Kommst du auch nicht Zeit, auch ganz gut damit zurecht eigentlich? Noch. Kann man, glaube ich, nicht hoch, oder? Nö. Aber hier gibt es ja auch eine Treppe. Ja, also wir müssen uns merken, da hinten geht's noch rum. Du kannst ja mal auf die Karte gucken. Von der anderen Seite blockiert, also kommen wir hier wieder raus. Hier kommen wir gar nicht rein. Na gut, wir gucken uns eins nach dem anderen an. Ja. Ich hoffe, das wird nicht allzu labyrinthisch. Aber duster. Aber hier scheint keiner zu sein. Ein Schleifstein. Kann man die Waffen auch so irgendwie schärfen, einfach so nebenbei? Nee, ne? Was? Naja, klar. Oh. Werden sie dann besser? Nee, da brauchst du was dafür. Malachit-Barren, brauchst du für Runen? Ja, also für Runensachen braucht man Malachit. Für Silberschwert. Und du kannst natürlich die verzaubert sind, nicht verbessern. Dann will ich es lassen. Ja, das bringt uns nichts. Nee. Bringt uns gar nichts. Und wir haben sowieso nur Erz. Ja. Und keine Bahn dabei. Was ist das hier? Pferdefleisch. Jojo, doch. Bevor es verkommt. Na, klar. Sag mal, was ist da? War da so ein Ding hier? Eine Treptor? Nee, sieht nur so aus. Nee. Ist einfach Holz. Ganz normales Holz nur. Schon gut. Schöner Holz. Ja, ja. Ist okay. Reste. So, aber jetzt wieder ordnungsgemäß anziehen und weiter. Aha. Eine Lehrlingstür. Oh. Aufpassen, dass ich keine einschließen kann. Das war meine. Hier, da ist ja auch so ein Symbol drin. Aber danke, immerhin haben wir das hier. Das kann man wenigstens nehmen. Das andere, da weiß ich wirklich nicht, wie man da. Vielleicht nehmen wir es noch irgendwann, aber jetzt im Augenblick würde ich sagen. Sprengt das irgendwie? Ja, das ist also ein unsere Zeit ist halt auch nicht das ist damit? So wäre zu zeitintensiv, glaube ich, dahin zu gehen und das erstmal den Weg darauf zu finden. Oh. Das wäre nicht so einfach. Hier ist nur ein Loch. Och. Ja. Da werde ich jetzt erstmal nicht runterspringen. Uiuiui, das wird schon wieder sehr labyrinthisch hier. Sie haben ja doch nur Sackgassen entdeckt. Hier oben. Ja, ja. Ach, das war ein Schamane. Ja. Guck dich nochmal in die andere Richtung um, vorsichtshalber. Ja, ja. Aha. Der Raum ist nämlich ziemlich groß. Komm, nein, wir mal schlafen. Ich will jetzt nicht schlafen. Schmuckschatulle, gut. Darfst du auch aufmachen. Dann machen wir Schluss. An. Verflixt. Tja, zurück glaube ich eher nicht. Nee, habe ich mir doch gedacht. Aber ich muss einfach schneller loslassen. Mann. Oh. Na, geht doch. Genau. Warum nicht gleich so? Aber, oh ja, das ist gut. Oh, schleichen 17%. Mal, das ist ordentlich. Ja, das sollte man uns mal angucken, was du jetzt gerade. Ich glaube, es ist besser als das andere. Auf jeden Fall, denke ich mal.
Das war das mit dem Jägerdings der Bumste, was du da hast. Jägerlehrling, Sponsoranhänger, das Jägerlehrling. Unter der Assassinenkapuze. Na, eigentlich musst du ja nur gucken, wo deine Dinger sind, deine Pfeile sind. Hier. Eins, zwei. Der dritte Pfeil von oben. Was denn? Das ist deins, was du jetzt trägst. Ja, der Bogen verursacht 8% mehr Schaden. Was ist dir jetzt lieber? Schleichen oder? Das meine ich eben. Ich nehme jetzt den hier. Weil auf jeden Fall machst du besseren Schaden, wenn du wenn aus dem Schleichen heraus... Wenn ich schleiche, nicht entdeckt wird. Genau. Genau. Das meine ich nämlich auch. Und ein paar Groschen obendrauf. Das ist doch nett. Na gut. Auch na gut. Dann, dann werden wir uns zunächst mal wieder hier treffen in dieser Kanalisation. Okay, bis dann. Genau, ciao. Bis dann. Tschüss.